Das alte, gemütliche Bonn verschwindet Stück für Stück. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sigi Thiele machte jetzt in der Osterwoche seine Gaststätte Altes Bonn an der Grauer-Rheindorfer Straße dicht. 20 Jahre bewirtete er Promis und Bönsche. Das Altes Bonn war eine Bönsche-Kneipe im besten Sinne. Also wenn ich hier in das Altes Bonn reinkomme, da komme ich mir für, als käme ich in das bürgerliche Brauhaus oder in den Leuchtturm oder in das wunderbare Schiffchen, die alle Kneipe in der Kuhl, auch in der Josefstraße. Bönsch waren auch die vielen alten Stadtansichten an den Wänden. Und auf die Teller kam Hausmannskost. Und das waren neben besten Bratkartoffeln etwa Sure Bonne oder Himmelonät. So, das ist jetzt Manx, so wie es jetzt ist. Morgen hier doch wieder Himmel und Erd. Zu den Stammgästen zählte etwa der Musiker Emil Lohmer von den legendären Vier-Sterne-Burgern. Seine Noten der Hymne »Träumen des Bonn« hatten im Altes Bonn immer einen Ehrenplatz. Tja, aus und vorbei. Tränen flossen jetzt beim Abschied. Das Einzige, was bleibt, sind schöne Erinnerungen.